kommen jetzt die achtförmige Schale auf den Amazonenschilden als Weihegabe aus Muscheln zum Beispiel gefertigt. Und hier kommt dann die Doppelaxt der Stiere. Das dürfte ein Leopard oder Löwe sein. Lioness, es wird als Löwe interpretiert. Das ist eine Wildsau, ein Eber, ein erymantäischer Eber oder Boar. Das sind auch Rythons, rituelle Rythons. Hier mit Vogelmuster, sehr abstraktifiziert, schöner Becher. Muss ich nachmachen. Noch schönerer Becher muss ich nachmachen. Perfekte Tassen mit Efeu-Muster auch, meandrierend. Wahrscheinlich ist diese Verbindung dieser Kletterpflanze der entscheidende Punkt als Symbol des Ewigen. Ein Auge blickt dich an, noch ein Auge blickt dich an. Vögel. Eine Kauris, nicht eine Kaurismuschel, eine Tritonmuschel als Musikinstrument, Flöte. Rindsviecher und so weiter und so weiter. Trauben, noch nicht die von Artemis. Wieder, ich glaube, Efeublätter. Florale Motive, auch das sicherlich, das sind mythische Pferdchen mit, ich weiß nicht, Vogelschnabel oder so. Auf der anderen Seite Delfine. Vielleicht sind das dann Wasserpferdchen. Die Schwalben, die Delfine, einen Doppelrhyton oder eine Doppelönoche und hier Vogel mit dem Chi, also offenbar tatsächlich Symbol einerseits für Leben bei Aphrodite, aber auch für Tod. Obwohl, das ist hier eine Schwalbe, also Leben und noch kein Geier.